Und willkommen zurück auf AdobeLive.com für unsere letzte Session von diesen drei verrückten Tagen. Ja. Na, Julia, Rosa, willkommen zurück. Hallo alle im Chat. Evil Cerise ist schon da, ganz parat da zu moderieren im Chat. Ah, warte, mein Stuhl ist da ganz im Loch drinnen. Okay. Ja, in diesem Studio geht's auch locker. Also, wenn ihr das auf YouTube aufguckt, kommt rüber auf adobelive.com. Da ist der Chat, da sind alle Replays. Das ist, das ist gut für alle, die die ersten zwei Tage verpasst haben. Das sind die Replays vom Dienstag, vom Mittwoch und alle, die bis jetzt passiert sind. Und die werden dann auch ab nächster Woche oder schon, ja, schon eigentlich fast sofort auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal auch sein, als Videos. Da mache ich dann eine Playlist mit den ganzen Videos. Und dann könnt ihr nach einem Jahr Creative Residency mal gucken, wie es am ersten Tag war. Ja? Ich kann mir vorstellen, da werden viele, viele Sachen werden sich ändern in diesem nächsten Jahr. Ja. Hallo alle, hallo Thomas, Aurelio. Ah ja, bin doch lieber live dabei, ja Aurelio. Ja, live dabei sein ist das Beste, weil da kann man interagieren. Und eine Sache, die ich in diesen drei Tagen so cool fand, ist, dass die Community hier, die sind fast alle die drei Tage hier gewesen, mitgechattet und wow, wirklich, wirklich vielen, vielen Dank an alle. Also, Rosa und Julia sind unsere neuen, Kopf runter, Adobe Creative Residence. Adobe Creative Residency, das ist ein Programm, das wir bei Adobe haben. Das haben wir seit ungefähr 2 Jahren. Im ersten Jahr hatten wir 2 Residents in Amerika, im zweiten Jahr 4 Residents in Amerika und im dritten Jahr 4 Residents in Amerika und 2 in Deutschland. Wuhu! Yeah. Und ist das eine neue Seite jetzt? Ah, nein, das ist die deutsche Seite. Das ist die deutsche Seite. Ja, genau. Gucken wir mal die deutsche Seite an. Ist das alles an hier? Ich weiß gar nicht, ob du... Ah ja, okay, ja. Super. Gucken. Wir sind auch Rosas Computer hier oben. Das können wir anlassen, kein Problem. Cool. Ja, eben, ja. Warum erfällt er nicht ganz, ganz schnell, weil das ist schon das dritte Mal, dass ihr das machen müsst. Mhm. Was ist die Creative Residency und wie seid ihr da rangekommen? Und wie fühlt man sich da als... Adobe Creative Resident auf Deutsch. Möchtest du erzählen? Okay. Ja. Du hast schon so gut geübt. Jetzt. Ich habe schon so gut geübt die letzten Tage, ja. Genau, also wir sind die beiden diesjährigen Residents aus Deutschland und dürfen uns ein Jahr lang freien Projekten widmen und werden von Adobe gefördert, finanziell, professionell, emotional. Wir haben Mentoren, die uns zur Seite stehen, die mit Rat und Tat und wir werden bei Konferenzen sein, nächste Woche bei der Typo in Berlin beispielsweise und in New York auch die Woche danach in New York. Die Woche danach in New York. Ja. Genau. Und, living on the edge. living the dream. Living the dream. Aber das Chat hat mir erklärt, wie man das sagt, living on the edge. Aber sagt man das? Nicht auf der Kante leben. Nein. das nicht auf, wäre die falsche. Naja, irgendjemand im Chat erinnert sich bestimmt daran, wie das übersetzt worden ist. Living on the Edge. Ja. Oh, Rosa, nicht so schüchtern, sagt MB. Okay, die Rosa kann das auch erklären, was die Creative Residency ist, natürlich. Klar, und da unten sind, da sind doch die anderen, das ist ein Foto von dir. Genau, von mir. Okay, das ist das Foto, an dem wir gearbeitet haben vorgestern. Dann Rosa. Erstes Foto. Neues Foto. genau. Ah, und das sind die anderen. Genau, hier sind noch die anderen. Okay. Kennt ihr die Namen schon? Ja, André Leroux. Okay. Bist du dran? Ist okay, wenn du es noch nicht weißt. Doch. Ich hab den Namen parat. Der Link ist, es passt zum Skateboarden. In Nachname. Chelsea? Ja, Burton. Genau, Chelsea Burton, okay. Ja, die macht dann auch Designs für Skateboards. Ja. Genau, ja. Und? Wie heißt sie nochmal?
Die sind erst seit 3 Tagen Creative Residence. Ach, genau, dann deswegen Jessica. Jessica Bellamy. 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 Jessica Bellamy. Okay, also das sind die. Ah, nein, ist noch jemand? Da, ah, die macht Infografik. Genau. Okay. Natalie Lou. Und das war's. Und das war unsere Chefin ganz unten. Die Mala Sharma. Sind die schon getroffen? Nein, noch nicht. Nee. Das ist unsere Chefin, ja. Okay. Mhm. Die hat das Programm ganz gern. Ja, sie hat gesagt, mehr Residenz. Und gesagt, okay, machen wir es in Deutschland auch. Ja, gute Idee. Ja, das war eine gute Idee. Ja. Gut für uns. Ja. Und wie habt ihr eigentlich von dieser Creative Residency gehört? Nein, auf verschiedener Weise, ja. Ja, ich habe irgendwie nämlich über, ich glaube, sogar Social Media davon erfahren und habe das dann gesehen. Und ich habe mich dann echt total spontan auf dieses Projekt beworben. Mhm. Und ja, war dann absolut geflasht, dass ich dann eingeladen worden bin zum nächsten Gespräch. Ja. Aber wie viele Gespräche waren es? Wie viele Gespräche waren es? Also es waren viele Gespräche. Also, ich würde sagen, ich glaub, bestimmt 10. Wow. Eins davon war ich. Ja. Skype-Gespräch. Ja. Danach noch ein Skype-Gespräch. Genau. Mhm. Danach insgesamt waren es 7, 8 Gespräche. Ja, voll. Genau. Wo wir Leute kennengelernt haben direkt. Und danach nochmal ein Skype-Gespräch. Genau. Das war es also insgesamt so. Skype. Und dann das finale Skype-Gespräch mit Bekanntgabe, dass wir es geworden sind. Ja, das war. Und wie hast du was rausgefunden von der Creative Residency? Über 3 Ecken von einer Bekannten, die ich das letzte Mal vor 4, 5 Jahren gesehen hatte und die bei Adobe Stock arbeitet. Ah, okay. Und sie hatte mir geschrieben, dass sie von dem Programm weiß und dass sie glaubt, dass ich gut reinpassen würde und dass ich mich doch mal dort bewerben könnte. Ja. Oh, okay. Genau. So ging das. Und wer hat Mario Piccinini sagt, wie sieht's in Österreich aus? Eigentlich haben wir auch Österreich und Schweiz aufgemacht. Das muss einfach auf Deutsch sein. Genau wie diese Streams. Auf Deutsch. Okay, das machen wir. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir auf Deutsch streamen. Eigentlich streamen wir nur auf Englisch. Jede zweite Woche. Eine Woche aus Paris, eine Woche aus San Francisco. Das wird, glaube ich, viel mehr werden. Und mein Team streamt fast täglich auf den Creative Cloud YouTube-Kanälen und Facebook-Pages. Also viel streamen tun wir ganz viel. Und ich habe dieses Projekt, dass ich ab September eigentlich jeden Monat auf Deutsch streamen will. Wow. Ja. Da muss ich mir immer Gedanken machen, ob ich das in Paris mache oder in München oder in Berlin oder ich weiß nicht. Aber es ist schon cool. Hier ist schon echt super. Ja, ist doch gut, ja, oder? Als Streamer nach Paris zu kommen für fast eine Woche. Super schön. Ja. Ja. Okay. Da stehen ja auch diese Macarons. Die Macarons, ach genau. Ah ja, absolut, da. Macaron, ein Macaron für dich. Wir haben schon auf die Macarons spekuliert. Ja. Ah ja, ah ja. Ja. Die habt ihr gesehen von den anderen Streams? Okay. Das gehört ja zu. Das gehört zur. Ja, das gehört zu den Streams in Paris. Ja. Nein, Evil Series, nächste Woche bin ich nicht dabei. Da geht der Michael alleine nach San Francisco. Ja, ich habe andere Sachen zu tun. Aber noch wieder in Deutschland. Ja. Nächste Woche bin ich in München am Anfang der Woche und dann bin ich am Donnerstag mit euch beiden in Berlin an der Typo. Ja, da werden wir sein. Wenn jemand in Berlin ist und Hallo sagen will, wir werden dort sein. Guten Morgen. Donnerstag bis Samstag. Donnerstag bis Samstag. Ich bin nur Donnerstag. Ah, okay. Ja, für eure Speech und dann. Tschüss. Anna, du machst ja einen Workshop. Genau. Wann ist der Workshop? Freitags ist der Workshop. Freitag, genau. Okay. Also da konzentrierst du den ganz für die Präsentation genau. Am Donnerstag. Muss ich erstmal meinen Kopf frei bekommen. Ja. Genau. Ja, das müssen wir auch noch angucken heute. Ja. Da müssen wir nochmal durchgehen. Ja. Okay. Was ist der Running Gag? Beim letzten Stream habt ihr auch damit auch schon den Mund wässrig gemacht. Ah, also die Macarons. Mhm. Ja. Es wäre cool, da, wenn ich da Macarons da einfach in die Kamera reinschmeißen könnte, aber das kann man nicht.
Ah ja. Ah ja, warum in München rufe ich? Weil in München die Adobe-Büros sind und da bin ich öfters. Mein Foto weg. Ja. Ah, okay, ja. Rosa, ich dachte gerade, meins ist voll. Die ganze Zeit, das muss nicht sein. Ah ja, ja, Typo ist leider sehr teuer, ja. Typo ist teuer, aber hey, wenn jemand nur vorbeikommen will, wir werden da einen Adobe-Stand haben, das ist glaube ich vor der Ticketkontrolle. Ich weiß nicht. Okay. Können auch mal rauskommen. Gucken wir mal. Okay, die Macarons. Ja, ja, die Macarons, Sandra. ich habe es verstanden. Ich dachte mit den deutschen Streams. Okay, super. Also, am ersten Tag haben wir auf Fotokomposition und Double Exposure, Doppelbelichtung gearbeitet mit Texten von Rosa. Vielleicht können wir die noch sehen. Ja. Gehe ich nach rüber auf deinen Computer. Ich habe glaube ich noch hier auf meinem. Genau, das war das erste, oder? Das, ja. Mhm. Ja, das war das erste, woran wir gearbeitet haben. Ja, mit einem Foto von Julia und eben das Lettering von Rosa. Und dann ging es weiter, weil ihr gestern mit lauter Fotos aus Paris gekommen seid. Da auch Touristenfotos mit dem Eiffelturm. Ja. Aber das genau, das war das. Ah ja, genau. Und die Doppelbelichtung mit den. Das kam auch sehr, sehr schön raus. Mhm, genau, noch mit so einer. Oh, das hast du aber geändert mit dem Arc de Triomphe. Das sah nicht gestern nicht so. Das sah wieder Kragen aus. Nee. Ach so, nee, das war nur die letzte Variante, die wir noch gemacht haben. Genau, okay, das wurde schon so hochgeladen. Dann haben wir nochmal ein paar Varianten gemacht und da gab es ja von Rosa auch die schönen Varianten. Aber jetzt reißt gerade nicht auf. Super. Und heute. Neues Projekt. Genau, heute neues Projekt. Ja? Ja, genau, so ich habe mir mal so eine kleine Skizze gemacht. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt schon sieht. Doch ein bisschen sieht man es. Genau, und die werde ich einfach wieder so Schritt für Schritt mit Farben nachziehen und genau, daraus so eine. Schriftzug machen. Und was steht drunter? 2017. Da steht noch, das habe ich dann nochmal extra geschrieben und das. Ah, Residence. Okay. Das habe ich dann nochmal geschrieben und habe schnell mit meinem Smartphone, da stell davon ein Foto gemacht, das ich dann nämlich auch später über das andere noch oder unter das andere stellen werde. Okay. Um das dann miteinander zu verknüpfen. Okay, also. Genau. Los geht's. Also Rosa zeichnet jetzt in Illustrator die Schrift und gehen wir zurück zu Julia und gucken, was. Ah, da importierst du gerade Fotos. Genau, das ist aber sehr spannend. Total, ja. Ja, ja. Ja, ich. Genau, ich bin heute wieder ein bisschen durch Paris gelaufen und habe mich mal an Cinemagraphs probiert und habe dafür ein paar Videosequenzen aufgenommen und werde zeigen, wie man daraus einen Cinemagraph macht. Und genau, habe da verschiedene Varianten. Ich habe mit Rosa noch ein, zwei kleine Videosequenzen gemacht und damit werde ich auch anfangen, die zu bearbeiten. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Ja. Also, da geht's rüber zu Rosa. Ja, das da. Passiert schon ein bisschen mehr. Ah, ja. Ja. Genau. Mit denen fange ich einfach mal an. Ja, das ist natürlich schön schnell einfach gemacht mit diesem Werkzeug. Ja, Adobe Capture könnten wir auch benutzen, aber in diesem Fall hat Rosa es viel lieber, da totale Kontrolle über den Buchstaben zu haben. Capture macht dann wahrscheinlich auch ein wenig mehr Punkte als nötig in diesem Fall. Aber ich benutze Adobe Capture immer, wenn ich ein Foto mache, das als Vektordatei in Illustrator aufmachen möchte, boom, schon gemacht. Mhm. Müsst ihr dann auch probieren. Mhm. Okay. Ja, Capture hattest du noch nicht auf dem Telefon. Was? Adobe Capture? Nee, genau, hatte ich noch nicht, aber werde ich mal ausprobieren. Ja, heute ist Cinemagraph dran.
genau. Kann ich jetzt zurück zu dir kommen? Ja, genau. Genau, ich habe mir die Dateien mal in Lightroom importiert, weil ich gerne noch einen Look über die Videodateien auch machen möchte. Und das kann man genauso gut auch in Lightroom machen. Mit den Presets, die man sich setzt, geht das auch in Lightroom. Allerdings nur im Bibliotheksmodus. Also man kann nicht im Entwicklungsmodus wie sonst RAW-Dateien bearbeiten, sondern macht die Bearbeitung, wenn man das im Videobereich machen möchte, in den Bibliotheksmodus und kann nämlich hier bei gespeicherte Vorgaben, gehe ich jetzt mit hier auf meine User Presets und wähle jetzt mal ein Preset. Und wenn ich möchte, dass das über das ganze Video läuft, muss ich das einfach wie eine Datei danach exportieren. Und das mache ich jetzt mal. So. Die Einstellungen stimmen alle. Ich finde das Startbild schon schön. Heute gemacht. Ja, wie man ja, sieht. Genau. Genau. Brandaktuell. So, und bei Cinemagraphs geht's, kann ich ja nochmal kurz sagen, was das ist. Also im Prinzip ist es ein Foto, was eine kleine Bewegung partiell an einer Stelle hat, die gleichbleibend ist und die im Loop als GIF gezeigt wird und aber so im Fluss ist, dass man nicht den Sprung, den Haken hat. Hm. Und da werde ich jetzt versuchen, das bei Rosa auszuprobieren. Also es ist Premiere. Und wir haben da so eine Bewegung mit Rauch. Mal schauen, ob wir daraus ein schönes Cinemagraph machen. Mhm. So, das ist exportiert. Dann mal kurz schauen. So, und genau, mal schauen, ob man das. Also, worauf es ankommt bei einem Cinemagraph vor allem, ist, dass die Kamera ruhig ist. Also, eigentlich im besten Fall hat man ein Stativ. Ich hatte jetzt keins bei, habe versucht, so gut wie möglich die Kamera stabil zu halten. Das ist schon abgefahren. Ja. Guck mal, Rosa. Genau, ja. Und ich werde es gleichzeitig mal noch bei einem anderen Bild, bei einem anderen Video machen. Und zwar haben wir da dieses hier. Und da habe ich die Bewegung von ihren Haaren, die ich gerne als Cinemagraph machen möchte. So, das exportieren wir auch nochmal gleich. Der in Design Media, ich guck mal schnell, was du da meinst. Punkt 3. Ja, was ist da los? Ich verstehe deine Frage nicht, der in Design Media. Du kannst alles ändern, was du willst. Es müssen nur die 5 Punkte dabei bleiben und eben die Grafik, die Farben, die Schriften ändern. Ja, und Lenny sagt, man könnte zum Beispiel auch nur die Augen sich bewegen lassen. Ja, ich habe es auch gerade gedacht, hier bei der Aufnahme. Ist eigentlich der Anfang schon super. Ja.
Ja. Man muss dazu sagen, wir haben es so gemacht, also Rosa hat sich ans Fenster gesetzt. Oder nur die Haare, die sich bewegen, genau, und die Augen, die aufbleiben. Auch das. Wir können ja beide Varianten probieren. Und da kann man das Contest machen, wer am längsten die Augen offen hat. Ja, ich werde es nicht gewinnen. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß bei dem Shooting, beziehungsweise ich vielleicht mehr als du, weil es war nicht so richtig windig. Das heißt, es gab keine Bewegung im Haar und dann haben wir den Föhn genommen und dann habe ich den sozusagen Rosa ins Gesicht gehalten. Ah, das war dann ein bisschen schwierig dann. Also deswegen meine Augen offen zu halten. Es ist falscher Wind. Es ist falscher Wind, ja. Ich gebe es zu. Ah, Storytelling. So. Und dann, wenn mein Rechner mitmacht, öffne ich Photoshop. Also, Sicilia Katze, habt ihr ein Stativ verwendet oder nicht? Nein? Nein, ich habe die Kamera auf einen Sessel gelehnt. Ah, okay. Und versucht, genau, also ich habe schon mit Stütze gearbeitet, aber es wäre noch ein bisschen sauberer gewesen, hätte man ein Stativ gehabt. Mhm. Ja, ja, mal ich nenne es an, stimmt, der Wind kommt von vorn. Ja. Stimmt. Ja. Erkennt man es, dass es ist. Ich kann es echt schon. Ich muss Photoshop nochmal neu aufmachen. Okay. Vielleicht können wir kurz zu dir rüber. Bei mir hakt es gerade. Mhm. Dann sieht man ein bisschen mehr. Ja, gucken, was Rosa macht. Und natürlich auch diese Kamera wieder an. So. Ja, ich ziehe wieder, so wie schon die letzten Tage auch, Stück für Stück meine Pfade. Ja, genau, und versuche natürlich irgendwie, dass es natürlich alles schön, möglichst schön fließend ist und dass nirgendwo so abgehakte Ecken sind oder Stellen sind. Zum Beispiel die Stelle hier ist mir noch, sie ist noch nicht schön, die ist noch nicht schön fließend genug, deswegen ein bisschen anpassen. Ein bisschen zu schmal hier. Und Lenny sagt, dass er auf der Effekt eine tolle Bildstabilisation. Okay. Schon mal probiert? Nein. Ja. Ich bin Neuling, was Video angeht. So. Genau, jetzt habe ich das Foto in Photoshop reingezogen. Okay. Und ja, man kann in Photoshop auch Videos importieren. So, und was jetzt als erstes gemacht werden muss, ist halt zu schauen, dass wir eine Sequenz finden, in der möglichst viel Stabilität ist und die Bewegung, die wir haben wollen, passiert. Genau. Und ich würde jetzt Variante 1 erstmal machen und die Haarbewegung. Mhm. Und da finde ich, ist hier dieser Bereich eigentlich schon ganz schön. Also ich persönlich mag nämlich auch die Cinemagraphs, in denen man wirklich erst auf den zweiten Blick sieht, dass eine Bewegung drin ist. So. Und dann machen wir das hier mal als unseren Startpunkt. Das heißt, alles, was davor ist, kann weg. So. Und? JN Design Media, warum für das Jahr 2020? Weil war das in 3 Jahren erst. 2020? Nein, das ist für das Contest, das ich da habe. So.
Was ist in 3 Jahren? Einfach 3 Jahre später. Ach so. Okay. Gut. So, eigentlich kann aber auch... Ich überlege gerade, ob man nicht vielleicht einfach beides schon kombiniert. Hier... Okay, hier hört's auf. Ach, ich bleib erstmal bei der ersten Idee. So. Mhm. Genau. Das heißt, ich nehme jetzt alles, was dahinter ist, auch einfach weg. Also Jolly Zorro, Zirmagraf sind cool, sagt sie. Ich frage mich nur so, wo der Einsatz liegt. Wo werden die gebraucht? Also für Werbung sehr Werbung, viel auf dem Internet. Definitiv. Weil Cinemagraphs, also Animated GIFs auch in, oder in diesem Fall in, auf Instagram zum Beispiel ein Video von einem, weil du kannst das als GIF exportieren oder auch als Video exportieren. Und beides ist okay. Das Blöde mit dem GIF ist, dass die Farben komprimiert werden und das ist wird ein wenig, unschöner. Mit dem Video auf der anderen Seite kann man auch einen Loop machen und dass die Qualität des Bildes ist besser. Mhm. Und dann eben, ja, für Werbung, Blogs, Hintergrundbilder auch, ja. Okay, und jetzt habe ich die Einstellung gemacht und Schleife abspielen. Mhm. So, und wenn man es dann im Loop sich anschaut, sieht man das noch so ein bisschen gewackelt wurde, beziehungsweise dass ich noch ein bisschen gewackelt habe. Und bei den Haaren, damit da auch kein, also da ist schon fast, das sieht eigentlich schon ganz gut aus, aber ich mache es trotzdem als sanften Übergang. Und dafür dupliziere ich mir diese Videospur. Und im Prinzip möchte ich ja, dass der erste Frame und der letzte Frame der gleiche sind. Und deswegen deutet das sozusagen, dass ich den letzten Frame in den ersten Frame von dem Loop faden werde. So, deswegen habe ich das hier quasi an den Endpunkt rangesetzt. Und nehme mir jetzt ein kleines bisschen von der Bewegung davor zurück. Ich erkläre auch gleich, wie das zustande kommt und möchte ja trotzdem, dass der Clip im Prinzip mit dem Frame hier oben endet und werde das Ende hier, also hier ranschieben. So. Und jetzt haben wir es trotzdem so, dass in der zweiten Spur quasi der erste Frame, der letzte Frame der ist, den wir oben als erstes haben, sodass es wieder ineinander fadet. So, und dann, um dieses Faden zu machen, gehe ich... Also, David Block sagt, GIF komprimiert eigentlich gar nicht, verlustbehaftet. Ja, stimmt. Aber das Problem mit GIFs ist, dass, wenn es zu viele Frames werden, in dem Animated GIFs wird das GIF ziemlich schwer. Also, megabyteweise. Mhm. Und da kann ein Video fast weniger wiegen als ein GIF auch. Entschuldigung, ich habe dich da... Oh, alles gut. So. Genau, und was ich jetzt quasi mache, ist, dass ich die Deckkraft... Ach nee, das muss ich aber auf den... Das ist so. Fade und hier noch einen zweiten Punkt setze. Ich freue mich über den neuen Laptop. Ja. So, und die Deckkraft runtersetze, weil die beim letzten Punkt
soll natürlich wieder der Frame, der hier unten der erste ist, erscheinen. So, jetzt hakt's an, ne? So, das ist der Vorführeffekt. Das ist auch richtig. Farbpelz gibt kann nur bis eine gewisse kann nicht alle Farben darstellen. Das ist auch richtig. 256 Farben. Absichern vielleicht? Ja, vielleicht sollte ich mal. Dann schreibt sich das auch ganz schön voll. Ja, aber dann das geht. Das sind nur die Projekte von den letzten Tagen. Ich habe so ein cooles Ding, das heißt Desktop Tidy. Aha. Und damit kann ich dann. Ah nein, Shadow Desktop. Und das tut am Ende jedes Tags alles, was auf dem Desktop ist, einfach in einen anderen Folder rein. Oh, okay. Aber das ist auch heimtückisch, oder? Die Sachen sind dann dort, aber nicht auf meinem Desktop. Okay. Ja, aber das ist also die Frage ist, ob es dann ordentlicher ist. Im Endeffekt. Ah, okay. Es hängt gerade. So. Vielleicht kurz zu Rosa. Okay. Ja. Kann ich hier mal dieses hakelige Problem lösen? Chief sagt, interessant, wie Julia Senpai da so ruhig bleiben kann, wenn der PC nicht mitmachen will. Was kann man denn machen? Muss man ruhig bleiben. Das bleibt noch nichts anderes übrig. Da hat man nichts anderes übrig. Nein. Einfach ruhig bleiben. Gut, ich mach mal weiter mit den neuen. Ja, auf Facebook kann man, glaube ich, keine GIF-Dateien hochladen. Nicht? Oder doch? Ich hätte gedacht, ja. Aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ich auch nicht. Doch. Ja, ich habe es schon mal irgendwie mal hochgeladen. Aber das war ein bisschen schwierig. Das war irgendwie über irgendwie ein paar Ecken musste ich das, glaube ich, hochladen. Aber ich will jetzt dazu lieber auch nichts sagen, weil ich genau weiß. Ah ja, die muss sie auf einen externen Dienst laden und verlinken, zum Beispiel Imgur oder Tumblr. Nein. Genau, oder dann auf Facebook als Video oder als GIF hochladen. Funktioniert es wieder? Hm. Nee, es macht dieses merkwürdige. Es macht dieses Hin und Her. Ja. Dadurch kann ich jetzt leider nicht die Bewegung genau absehen. Also ich habe es auf jeden Fall, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe die obere Ebene und habe die untere, die Hast du noch andere Programme offen? Ah, ich habe Lightroom offen. Okay, und ich mache das auch mal so. Ja. Der ist wahrscheinlich ein bisschen gefordert damit. Ja. Mit Premiere. So recht. So, und ich schließe mit Lightroom auch mal. Dann öffne ich es einfach noch.
Oh nein. Alles gut? Alles zugemacht. Yep. Ach ja, noch ein bisschen zeigen, genau. Du bist ja groß, ich bin den Kleinen. Und Promere ist noch offen. Ja, das wollte ich eigentlich machen, dass es schließt. Okay, aber es ist alles da. Dann möchte ich es nicht schließen. Aber dann ja, Dialog weil ich offenbar. Im Export. Okay. Bisschen von einem armen Premiere, Photoshop, alles an. Jetzt muss er nochmal in seinen letzten Tagen alles geben. Ja. Und danach wieder einfach. Dann in die Ecke wird er einfach gestellt. Dann bist du nur noch für Netflix noch gut. Internet. Ja, richtig. Ja, jetzt geht's. Naja, jetzt wird's. Okay, und so, was ich jetzt noch mache, um diese kleinen Bewegungen rauszubekommen, ist ein quasi, dass ich ein Foto drüber lege. Ja. Mhm. Und eine Maskierung erstelle. Möchtest du vielleicht umschalten zu ihr? Oh ja, natürlich. Oh, danke. Tag 3. Fast 24 Stunden Livestream hier. So, genau. Dass ich ein Foto erstelle, was sich als Ebene drüber legt und ich dann nur den Bereich, der die Bewegung hat in den Haaren, hindurch scheinen lassen werde. Hm. So, und ein Foto. Ich jetzt. Guck mal, der Lenny, der weiß das schon alles. Ja. So. Genau, und dann kann ich einfach über die Ebenenmaske, ich mache das ein bisschen kleiner, jetzt genauer reingehen und nur den Bereich auswählen, der die Bewegung hat. Dafür nehme ich den Brush. Und schauen wir nochmal an, wo die Bewegung ist. Achso, so geht's natürlich nicht. So. Du hast ja eh so viel Lob bekommen für deine Frisur, dann ist doch schön, wenn die so am letzten Tag noch so ein bisschen Lenny hat so schnell getippt an der Maske rüber. Ja, ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt, Lenny. Nein, Vance, es ist noch nicht Giveaway-Time. Noch nicht. Katzenmusik.
muss man. Wenn die Katzenmusik ist, muss man immer die Katzen reintun. Das muss man. Läuft für Katzenmusik. Ja. Da heulen Katzen in der Musik. Und alle denken, es seien ihre Katzen. Kann sie wie viele Katzen da? Ich wäre auch cool gewesen, nur auf einer Seite die Haare bewegt. Ja. Dann wäre es noch unnatürlicher. Wenn sie sowieso schon ein Cinemagraph ist unnatürlich. Das stimmt, das stimmt. Vance, dann tut's mir leid, dann musst du bis zum nächsten Mal warten. Vance muss weg. Das wäre der perfekte Giveaway-Time. Aber nur für dich. Na, Lenny, Trauma nach 3 Tagen Katzenmusik. Ja. Katzenjammer-Trauma, ja. Genau. Ja, ich muss hier noch ein bisschen... Eine Gypsy, das geht auch mit Photoshop CS6. Obwohl, jetzt wäre es wirklich Zeit, auf CC rüberzukommen. Stimmt, Anni. Wirklich? Ja, Rosa? Ja, ich muss auch bald sind umsteigen. Wir da auf dem... Are we on the same page? Yes, we are. Ja, weil die Rosa mit, was, mit CS5, 4 arbeitet? Nein, es ist schon CS5. CS3? CS5. Ah, okay. Ich glaube, die aus dem Pony nehme ich raus. Die Bewegung. So, dass wir die weiß Bewegung übermalen. Ja. So, Rosa, jetzt flattert dein Haar. Evil Rufus, ja. Witzig. Habe ich ja ein Echo irgendwo? Gucken wir mal. Nein. So. Okay. Jürgen fragt, gab es bei CS5 schon Ebenen? Ja, das gab es. Okay. Angela, du arbeitest auch mit CS5. Hey, jetzt wird's aber Zeit. CS5, das ist was, 7, 8 Jahre? Naja, so lange ist es noch nicht so. Doch. Stimmt, ist schon ganz schön lang her. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, ja, war ja noch nicht so lange her, dass ich studiert habe, aber es ist doch schon, liegt doch schon ein bisschen zurück. So, ich exportiere jetzt mal das Cinemagraph. Und dafür gehe ich auf Exportieren, für Webspeichern. Und da haben wir es. Und worauf man hier jetzt aufpassen muss, ist, dass man zum einen GIF auswählt. Also ich mach's jetzt einfach mal mit GIF und bei Optionen für Schleifenwiedergabe nicht einmal, sondern unbegrenzt. Und dann wird's halt im Loop einfach abgespielt. Kann man so auch das Preview sehen? Ja. Ja. Genau. Da sieht man's nochmal. Dann wird's schneller, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das ist jetzt... Und jetzt geht's schneller. Nicht so schnell. Naja, ist okay. Wir schauen mal, wie es dann noch gespeichert aussieht.
so. Lenny sagt, ich würde die Größe reduzieren. Wie groß ist das Bild? Es ist auf 1920 mal 1080 Pixel. Das kann man ruhig auf 1000 oder. Wie groß wird das im Moment? Das werden 3 Megabyte, ja. Gucken, wie es bei 1000 ist. Wird es noch 3 Megabyte. Ich glaube. Aber es ist am noch. Arbeiten. Ein MB. Das ist gut. So, dann speichern wir es mal unter rosa wehendes Arm. Sichern das Ganze. Und. Tada! Witzig. Jetzt musst du mir schicken. Mache ich. Ich kann es natürlich auch gleich in die Welt verstreuen. Aber dafür benötige ich deinen, okay. Kein Druck. Ja, da so muss ich dir eine Unterschrift geben. Model Release Forms und so. Wenn ja. du mir Stimmt. pro veröffentlichtes Foto bezahlst. Mein Gott, natürlich ist es okay. Okay. Dann ich hab's gehört, ich hab. Du hast es gehört. Sie hat es auch gehört. Ja, ihr habt es alle gehört. Okay. Pose hat es. It's okay. Ich habe das okay gegeben. It's okay. Okay. Dann vielleicht switchen wir kurz auf rosa. Mhm. Dann. Ja. Ja, ich bin schon ziemlich flott hier. Zu Rande. Ich habe gerade schon die Nummer. 7 am Start. Johannes, ich habe deine Frage gesehen. Zeig mal die Einreichung für den Stock-Foto-Contest. Das sind sehr, sehr wenige. Ich hoffe, es kommen noch mehr heute Abend vor Mitternacht rein. Also vor morgen früh, sagen wir mal so. Ja, Lenny sagt, gut geworden. Du machst da auch mit, oder? Mit den Stock-Fotos? Wie bitte? Nee. Nein, das ist eine andere Sache. Das ist unser Contest auch. Mich stört am meisten, dass kleinste Versionsunterschiede schon zu Problemen beim Öffnen einer Datei führen können und dass Projektdateien nicht nahtlos auf Win und Mac einsetzbar sind. Naja, das stimmt. Nein, eigentlich. Da bin ich nicht einverstanden. Das ist auch viel schlimmer, als wir alle verschiedene Kisten hatten. Also diese Packaging. Also du hattest CS4, du hast CS6, ich habe die letzte Version und dann musste ich alles runter absichern, sodass Rosa es aufmachen kann. Und dann schickt die Rosa ihre File da Julia, die kann es dann aufmachen, aber dann schickt die Julia es zurück zu Rosa, aber dann muss sie es wieder downsaven. Musstet ihr das je machen? Mhm. Ja, auf ältere Versionen absaven? Ja, musst du ja auch schon mal. Ja. Also, und das geht mit Creative Cloud, soll dieses Problem weggehen. Fertig! Alle auf derselben Version. Noch nicht rosa, ich weiß, aber bald. Bald. Ja. Hast du so ein, kriegt ihr so ein Werk, meint so eine so Sache, wo ihr den Computer folgen könnt, wo er gerade ist? Was, wo wir gerade? Euer Computer, wo ist euer Computer? Ach so, ich habe keine Ahnung. Ist der vielleicht schon angekommen? Das wäre schön. Wäre schön, aber ich glaube noch nicht. Ich glaube auch nicht. Hashtag hat er gleich. Hey, Robert Bunk, das hast du ja von mir, das. Adobe Kadabra. Simsalabim. Stimmt, das ist dein... Ja. Slogan. Oh, ich bin serious, danke. Dann schicke ich dir einen Eimer Süßigkeiten, ein Haribo-Bärchen oder so.
Der Evil Series, der hilft uns jeden Tag hier auf den Streams. Das besprechen wir nochmal. Ja, Ines, das verstehe ich. Das Problem ist ja eher, dass viele Agenturen noch so veraltete Software einsetzen. Die können dann oftmals meine Dateien nicht öffnen, aber da will keiner Geld für Software ausgeben. In einer Agentur. Okay? Das tönt nicht richtig. Widerspricht sich. Widerspricht sich. Das ist so, sagt man. Na, ich hab das Wort nicht. Aber CS5 läuft und läuft und läuft. Ja, Battlerings. Auch auf Rosas Computer. Nicht so schnell, aber nicht das so liegt schnell. Vielleicht auch an dem Gerät, weil das ist einfach auch schon ein bisschen überlastet und alt. Genau. Ja, und Robert, genau dieselbe Diskussion war auch mit Creative Suite. Als Creative Suite rauskam, das war glaube ich 2003 oder 2004. Nein, kann nicht sein. Creative Suite 2006 und 2007. Ja, vor 10 Jahren vielleicht. Und da war dieselbe Diskussion. Nein, ich will Photoshop allein kaufen oder ich will nur InDesign. Aber dann musst du dann irgendwann doch Photoshop und Illustrator dabei haben. Und ich denke, als Grafiker rede ich jetzt, also wenn ich das als Grafiker gehabt hätte, schon als ich meine Agentur hatte, wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Genau, Jack Black. Da bin ich einfach dran. Die Software ist die Basis, was das täglich Brot bietet. Da sollte kein Unternehmen dran sparen. Ist wie wenn ich sage, okay, Julia, ich stell dich an, aber hier ist deine Plastikfotokamera und damit machst du jetzt schöne Bilder für ein Jahr, okay? Wäre eine Herausforderung. Ich habe kein Geld für einen Computer und Software für dich, Julia. Also mach mir bitte Bilder mit dem. Okay. Kannst du das? Nein. Kannst du das nicht? Okay, raus. Da ist die Tür. Okay. Aber ja, jeder macht, was er kann. Ich will niemandem da sagen, was er machen muss. Soll ich zu dir zurückkommen? Was ist gerade an? Ich gucke gerade noch, was ich heute so fabriziert habe. Ja, heute hast du neue Fotos gemacht? Heute habe ich ein paar Fotos gemacht. Nach dem Regen. Ja, Eiffel Tower nach dem Regen. Ja. Und der weitere, da könnte man halt auch einen Cinemagraph draus machen. Da muss ich nur schauen, dass ich die Version finde, die am wenigsten ruckelt. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da reingehen kann und einfach die Spiegelung vom Eiffelturm komplett habe, aber das war leider nicht möglich. Ja, das sind eher so Werbeklätschen, die noch mit Windows XP hantieren. Nicht nach diesem, wie hieß das Explorer diese Woche? Das Ransomware auf Windows XP. Das war ja. Habt ihr das mitbekommen? Da ging das Virus rum, das plötzlich ist dein Computer total gestoppt und kommt ein Screen raus und sagt, okay, du musst 300 Euro zahlen, sonst verlierst du alle deine Daten. Und haben das viele gemacht? Ja. Oh, das ist dann natürlich. So.
Ah ja, Malware WannaCry. WannaCry hieß das, ja. WannaCry? Boom, 300 Euro. Oh, auch die mit den Bällen da, das könnte cool genau, sein. Genau, ich glaube auch, dass es ganz gut wird. Und ich schaue gerade noch, da gibt es nämlich eine Version, wo sie, ich glaube hier, und das ist ja auch manchmal das Spannende an Cinemagraphs, wenn du eine Bewegung einfrierst. So, sie springt nämlich. Mhm. Na, spring. Hast du gesagt? Springen! Genau so. Ja, ich glaube, mit dem probiere ich es auch nochmal. Mhm. Dass ich. Ja. Dass ich den. Ah, der fotografiert es. Genau, er fotografiert sie im Sprung. Dann könnte ich den Sprung von ihr einfrieren und das Wasser allerdings fließen lassen. Ja, das probiere ich mal aus. Thomas, danke, dass du alle 3 Tage hier warst. Ich kann verstehen, dass du jetzt gehen musst. Mhm. Ah, muss noch zu einem größeren Event zum Flughafen Tempelhof. Vielen Dank, alle Akteuren. Grüße nach Berlin. Die 3 Tage so umfassend informiert haben. Also bye. Bye, Thomas. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genieß die Sonne. Ist Sonne in Berlin? Ja. Ah. Es sind, soweit ich weiß, 25 Grad und Sonnenschein. Ah, okay. Das, was wir hier gestern hatten. So. Ich exportiere es jetzt wieder. Das dauert einen Moment. Was passiert mit dir? Ich schiebe wie immer. Schritt für Schritt an meinen Faden. Jetzt habe ich schon so langsam das 2017 fertig. Genau. Vielleicht ist das hier unten noch ein bisschen zu schwer. Mal gucken. Und außerdem ist da so eine Ecke drin, die nicht schön ist. Ja. 27 Grad. Aber das liegt vielleicht auch an. Mhm. Nicht schlecht. Naja. Morgen bin ich wieder da. So. Wie viele fliegt ihr eigentlich? 2. Ja, um den Dreh. Okay. 2, 3. Mit einer halben Stunde Unterschied. Rose in den Süden, ich in den Norden. Das ist übrigens eigentlich schon Teil meines Residency Years, weil ich mir das als Aufgabe gesetzt genau. habe. Genau. Aufgabe fertig. Nächste Aufgabe. Geschafft. Und ich dachte immer, es wäre viel komplizierter. Viel komplexer und schwieriger, Cinemagraphs zu machen, aber eigentlich. Nein, das Schwierige ist, die Idee zu haben, die gute Sequenz von Bildern. Ja. Die auch einen Sinn hat. Also mit dem Sprung ist das super cool, finde ich. Wenn man sieht, dass es wirklich ein Sprung ist. Ja, deswegen switche ich mal zur Bewegung hin. Das ist aber auch schön, wie sie mit den Armen schaukelt. So. Dann warten alle, bis sie springt. Genau, springt und dann nie. Juhu,
Da springt sie. Ja, genau. Hopp. Oh, das ist auch schön so zurück. Okay, das heißt, ab hier starte ich. Nehme alles Vorherige weg. Und guck dann. Johannes, ich komme nicht nach Österreich für einen Stream, aber ich kann Österreicher einladen in den Stream. Weil wir brauchen ein Studio dafür. Ich habe kein mobiles Studio. Ich kann dann im Camper ein Studio, ein Streaming-Studio machen. Ja. Ja? Dann ja. Die Gäste rein. Also mehr als zu zweit war ich noch nicht dort. Mhm. Weißt du was? Ganz außergewöhnlich, ich lasse dich erstmal alleine. Ich gehe mir Wasser holen. Okay. Ja, kann ich das? Ja, ist die Frage, ob du uns vertrauen kannst. Da komme ich die Tür geschlossen und hier. Party. Okay, ich komme gleich wieder. Okay. Keine Knöpfe drücken. Okay. Keine Knöpfe. So, was machen wir jetzt? Was stellen wir an? Tja, also der Blick ist ja auf meinen Rechner gerichtet, das heißt, ich kann nichts hier machen. Schalt mal auf seinen Rechner. Ja, aber da sieht man auch nur den Livestream, also so spannend ist es tatsächlich nicht. Und dann sieht man es nochmal in groß und vor uns auch nochmal. Und da der Chat. Was macht sagt denn der Chat, Verrücktes. Was wir machen sollen? Schnell drückt den roten. Dicken Knopf. Roten Kopf. Hier gibt's den. Der existiert roten, gar nicht. Es gibt nur einen Feuerlöscher. und ansonsten. Auf dem Tisch tanzen. Nein, man muss ja hier sein Image wahren. Sturmfrei. So, jetzt machen wir mal total verrückte Designs, die hier gar nicht hingehören. Das wäre. Oh, da steht er schon. Oh nein. Verdammt. Das. Tut uns leid. Wir haben nichts gemacht. Wir waren gerade dabei, uns was auszuhacken. Wir waren leider nicht schnell genug. Wir sollten den roten, großen roten Knopf drücken, aber er wurde nicht gefunden. Ich habe nur den Feuerlöscher gefunden. Feuerlöscher einmal aufdrehen. Ja, das. Plätze tauschen, ja. Hintergrund ändern. Das hätte ich mal gesehen. Einfach so ein Screenshot und dann den Screenshot als Desktop-Hintergrund. Das ist gut. Seid ihr bereit? Kippchen, Achtung, er kommt. Seid ihr bereit? Ja. Wofür? Okay. Dafür, dann müssen wir uns ganz schnell dann umdrehen. Uff. Ach so. Oh. 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 Wow. Nicht schlecht. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, ob wir zum richtigen Zeitpunkt sehen. Ah, ja? Die Hände oben. Oh, nicht schlecht. Schön. Das ist schon eine Achterbahnfahrt hier. Eine Achterbahnfahrt mit dem Rufus. Mhm. Ja. Ah. Herrlich. Jetzt bin ich total aus dem Konzept gebracht. Rufus Macarons essen. Das sind nicht meine Macarons. Mhm. Aber da sind noch drei Macarons da. Mhm. Die muss man fertig essen, die übernachten sehr schlecht. Das heißt, man sollte sie auch nicht im Flieger dabei haben, wahrscheinlich. Ah, ich habe viele. Ich habe viele besorgt für meine Freunde. Ah, okay. Ja, das Wichtige ist, die Macarons nicht in den Kühlschrank zu tun. Okay. Nicht in den Kühlschrank? Nein. Oh, okay. Das mögen sie nicht? Nein, nur Raumtemperatur. Ah. Okay. Wieder was dazugelernt.
So, jetzt mache ich mal mit dem anderen Schriftzug weiter. Ich gehe zurück. So. Mit diesem hier. Genau, da werde ich einfach nur kurz die. Das ein bisschen anziehen. Schön weiß machen. Schön schwarz. Dann mache ich Auswahl, Farbbereich, schwarze Fläche auswählen. Dann mache ich eine Schnittmaske. Hintergrund erst in die Ebene umwandeln. Genau. Dann werde ich die Schnittmaske auf die Ebene anwenden, wenn das denn mal geht. Ja. Und dann gerade gesagt, dass du dir ja gar kein Wasser geholt hast. Also es wird in Dosen abgefüllt. Stitting. Genau, und das tue ich jetzt kurz abspeichern als transparente. Genau, und zwar unter Tag 3. Jetzt habe ich hier mein 2017. Da platziere ich dann die das andere Foto. JN Design Media. Okay, das ist eine, so eine schwierige Frage. Ihr habt öfters mal gesagt, dass grundsätzlich ein eigener Stil in den Arbeiten wichtig ist. Aber ich habe mich nie als Künstler betrachtet, sondern als Dienstleister, der macht, was der Kunde will. Habt ihr da was, einen Gedanken dazu? Ich finde das ziemlich traurig ein wenig, weil irgendwie soll auch da. Es ist auch eine eigene Expression, oder? Irgendwas soll auch von dir persönlich rauskommen. Und das ist nicht immer, was der Kunde will. Ich weiß nicht, JN Design Media, was machst du denn? Was für Grafik machst du? Was für Design machst du? Oh, Next Life. Ich höre mal da deine Musik an. Das habe ich im Twitter-Feed gesehen, aber ich habe einfach noch nicht Zeit gehabt. Also ich glaube schon, dass... ich weiß nicht, ob man Künstler sagen muss. Dienstleister. Aber wenn man seinen eigenen Stil hat, spricht man ja auch im Prinzip Leute an, die diesen Stil dann buchen wollen. Und ich glaube, dass man trotzdem sich selber da einbringen kann und verwirklichen kann und trotzdem eine Dienstleistung anbieten kann. Aber das ist so meine Meinung dazu. Na, die Frau sagt... Die Frau sagt, was der Kunde will, ist wichtig, aber das sollte deine Handschrift haben. Mhm. Ja. Das stimmt, ja. Sollte es aber ja immer haben. Ja, das mache ich dann mit. Also in Italienisch gibt es diesen Unterschied zwischen also Designer und Esecutivista. Esecutivista ist einer, der nur Sachen macht, die ihm gegeben werden. Mhm. Und dann ein Layout, wie es ein Art Director gezeichnet hat oder so. Also nur, sagt man, technisch die Sachen zusammentun, aber ohne irgendwie Gefühl oder einfach Macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das da in Deutschland auch gibt. Dann. Ich glaube schon, dass es da eine Unterscheidung gibt, aber ich weiß nicht, dass er dein Feld zwischen eine Unterscheidung zwischen dem, der einfach nur ein Design ausführt, was quasi schon durchdacht wurde,
und nur noch den technischen Aspekt. Ja, quasi DTPler. Ja, genau, so könnte man es bezeichnen. Da gibt es auch Holzkunden, die dann keine Ahnung haben, und da bist du halt der Dienstleister. Aber das sind auch Kunden, die ich immer toxische Kunden nenne. Und das sind Kunden, die man vielleicht einmal arbeitet und dann nicht mehr will. Reinzeichner. Okay. Ja, so heißt das. Auf Altdeutsch. Okay. Wie ist es auf modernem Deutsch? Bewegt sich das alles in deinem Bild? Das ist jetzt... Nur das Wasser? Eigentlich sollte es nur das Wasser sein, aber ich muss gerade mal nachdenken, weil es nicht so funktioniert, wie was ich im Kopf hatte. Und zwar soll die Ebene hier oben ja komplett drüber sein. Aber das scheint noch der Sprung durch. Ich glaube, ich habe es jetzt andersrum gemacht. Ja. Ja, das ist natürlich dann klar. So. Hakelt jetzt noch gerade, aber. Ja, aber tut rendern. Ja. Noch ein wenig. Bis da alles nicht mehr grau ist. Fast fertig. Komm schon, schafft es. Nein, irgendwie werden wir zwei Frames möchte, dann nicht möchte machen. Das nicht, ne. Genau, und jetzt gehe ich aber nochmal rein und mache die Maske noch ein bisschen sauberer. Weil ich gesehen habe, dass das Geländer ein bisschen mitwackelt. Das sollte nicht sein. Ich weiß nicht, gibt es heute noch? Ich weiß, dass als ich studiert habe, gab es noch Schulen für Designer und Schulen für Reinzeichner. Das waren sehr verschiedene Sachen. Gibt es das noch oder hat es tatsächlich das alles ein wenig vermischt? Tage sind ja genug Giveaways von Adobe, oder nicht? Ich finde ein Abo zusätzlich nicht unbedingt notwendig. Okay, next live. Ich tue dich aus dem nächsten Giveaway. Ich habe da einen Button, da kann ich einfach sagen, okay, next live willst du nicht. Okay, der kommt nicht rein. Ja, ich glaube, für Reinzeichner gibt es bestimmt viel, viel Arbeit. Es ist aber mehr es ist halt technischer, denke ich.
Ja, ja, spürt man auch im Chat, dass das der dritte Tag ist. Und viele sind die ganzen 3 Tage mit uns gewesen. Und ja, da wird es ein wenig. Wir sind schon ein bisschen. Wir sind schon ein bisschen. So, ja. Vielleicht zur Rose, bei mir ist gerade wieder ein. Achso, ah. Nur Export. Oh, da ist auch passiert. Ja. Ja, ich habe da. Ich hatte ja nämlich meinen Schriftzug und ich habe jetzt aber noch so gesehen, dass ich noch nicht so richtig mit dem eigentlich zufrieden war und dass ich da noch ein. Ja, das noch ein bisschen anpasse. Also nicht viel, nur so. So ein bisschen minimal noch ein paar Sachen umstellen. Zum Beispiel das E ist ein bisschen zu groß geworden. Da ist ein bisschen zu viel Abstand, finde ich, zwischen dem E und dem S. So, jetzt speichere ich das mal und gucke mal, wie es dann aussieht. Der Illustrator. Da möchte ich aktuell sehen. Genau, das wird schon ein bisschen. Ja, die Frau sagt, für Animationsfilme braucht man massenhaft Reinzeichner. Da kann nicht jeder Arielle so malen, wie er will. Ja, das wird sehr meistens nach China geschickt und nach Indien für die In-Between-Frames zu machen von Animationen. Mhm. Also, die Kreativen machen dann halt die wichtigsten Frames und dann alles, was in die Mitte kommt, zwischen den Frames, das machen die dann im Ausland. Ja. Frage an Julia, wo arbeitest du eigentlich, wenn du nicht als Resident unterwegs bist? Bist du als Fotografin angestellt? Also ich bin jetzt Resident und quasi bei Adobe ein Jahr lang fest. Ja. Und davor war ich halbtags angestellt als Fotografin und Fotoredakteurin und den Rest der Zeit freie Fotografin. Genau. Carbon. Für ein Jahr die Seele Adobe verkauft. Ja. Das Nass kann ich sagen. Oh mein Gott, okay. Du kannst es auch, ne? Das tick ich manchmal, dass ich das richtig anordnen, Ebenen, die übereinander sind, meist erst zum Schluss. Und dann frage ich mich, wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? Hm? Nein! Ebenen-Counts. Andy Paulik war jeden Tag mit dabei, habe mich schon so an eure Stimmen gewöhnt, als wärt ihr ein Teil meines Teams im Büro. Schön. Cool. Ich hoffe, ich kann so schnell wie möglich wieder da sein, auch mit euch beiden. Aber wie gesagt, ab September ist mein Plan wirklich, ein Stream pro Monat auf Deutsch zu haben. Lenny. Das ist tief. Designer verkaufen ihre Seele doch ihr Leben lang in Adobe.
Ja, Marco, alles in Großbuchstaben darf man nicht. Also, Marco hat gesagt, yes, ich bin mit dabei. Aber Nightbot hat eben Großbuchstaben nicht gern. Da fliegt er aus. Hm. Okay. Da war noch ein Fehler. Oh, Sabine, apropos Seele. Früher Kirchensteuer, heute Adobe Cloud. Oh, weh. Wenn man so vorm Rechner sitzt, dann endet man irgendwann. Aber ihr sitzt auf den guten Stühlen. Ja, ich hab das. Du sitzt ja auf dem Hocker. Ja, auf dem Hocker, ja. Das stimmt. Das Residence kam von einem Foto, oder? Sorry, kam etwas zu spät. Ja. Aber ja, bei der Skizze genau. Zuerst, oder? Genau. Mit dem Pinsel genau, geskizzt. Das war als erstes eine Skizze, ja. Die sah so aus. Na, wo habe ich sie denn? Ich habe sie auch in meinem Skizzenbuch. Soll ich sie kurz zeigen? Soll ich mit der GoPro kommen? Ach. Nö, das ist, glaube ich, auch so genug. Also, ja. Wenn ich auf den großen Bildschirm gehe, schnell. Ja, genau, so sieht es. Da habe ich so ein paar verschiedene Skizzen von diesem Schriftzug gemacht und das dann einfach abfotografiert und in Photoshop geladen. Das war's schon. So. So, mein zweites GIF ist fertig. Oh, zeig mal wieder. Ich habe gar nicht auf deinem Bildschirm. Voilà. Okay. Die Dame im Sprung, das Wasser bewegt sich. Posten, Posten. Ja, ja, ja. So. Hast du das als GIF gepostet, oder? Ja. Mhm. Auf Twitter geht das gut. Genau, das war ich auch gerade erstaunt. Da bewegt sich ja echt nicht viel, gell? Mhm. Das ist ein bisschen... Man sieht so ein bisschen, wie der Fade kommt, aber... Ja... Kann man noch ein bisschen sich nochmal mit was Neuem anfangen fast. Ja, halbe Stunde haben wir noch. Ja. Ja, ich habe hier noch was. Das ist auch noch eine Skizze. Also das vermute ich mal, dass ich das jetzt ja wahrscheinlich nicht so schnell schaffen werde. In den, wie lange haben wir noch? 40 Minuten. Wird es ein bisschen schwierig, aber ich kann ja einfach mal anfangen. Uff.
Und da ist es. Oh, das sieht auch schon klein cool aus. Mhm. Das stimmt. Ich finde, manchmal sieht irgendwie, sehen kleine. Okay, sind immer gerade zwei. Dann das sieht super cool aus. Ich glaube, das wird meine neue Leidenschaft. Cinemagraphs. Du machst da wirklich alles. Ich mach nur noch Cinemagraphs. Ja. An jedem Foto, irgendwo in der Bewegung ist. Ja. Ja, Anne gibt sie. Nein, Rosa hat das fotografiert und dann in Illustrator als Basis genommen und dann nachgezeichnet. Ja, es sieht so scharf wie ein Vektor aus, weil... Bitte? Es ist ein Vektor. Was meinst du denn jetzt? Die Zeichnung vorher. Das andere? Ja. Also du meinst... Dieses, das hier an? Ja. Also das hat ja, also ich habe ja angefangen mit der Skizze, die sah ja aber noch so aus. Die sah ja nur so aus. Das hatte ich abfotografiert. Ah, jetzt habe ich, finde ich doch nicht mehr so schön die Farbe. Nicht? Lieber weiß. Hattest du Photoshop auf? Ich? Ja. Wofür? Ich habe hier Photoshop. Genau. Ich hatte nämlich, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Ich mache mal kurz einen anderen Hintergrund, damit man sieht. Genau. Das habe ich ja mit Photoshop umgewandelt. Also das sind nicht Vektoren. Nee, genau. Das habe ich geschrieben und dann halt fotografiert. Genau, Entschuldigung, Anni Gipsy, da hast du total richtig gesehen. Also das sind Pixels. Genau, also, das sind Pixel. Okay. Ah, ja, na, also Anni Gipsy, okay. Anni Gipsy, wahrscheinlich. Ich sag's auf Deutsch, Anni Gipsy. Ist da ein Sean Spicer irgendwo hinten? Was? Hat er nicht mitbekommen? Nee. Okay. Ja, ich gehe gerade noch mal so ein bisschen die Bilder durch, die ich heute von Paris gemacht habe.
so gut aus. Ich glaube, ich mache noch eins. Alle guten Dinge sind drei. So. Immer schwierig mit diesen Chat-Namen. Meine sprechen leider auch alle immer falsch aus. Was meinst du, Angela Blank? Ist das nicht so? Angela Blank? Angela Blank. Angela Blank. Blank. Mhm. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Gerade. Mhm, ja, das ist. Dass man nur die Bewegung in der Pfütze hat. Mhm. Ist auch eine gute Idee. Hat es geregnet gestern? Heute war Nacht, ne? Aber das war schön. Ich habe das Fenster offen gelassen. Ich fand das total beruhigend. Ich hätte total zurücklaufen können, weil gerade nachdem ich im Taxi war, hat es aufgehört zu regnen. Gestern. Ja? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja. Nee, es hat nicht aufgehört zu regnen. Nee, ich dachte. Ich glaub schon. Vielleicht bei dir, bei uns nicht. Okay. Vielleicht warst du in einem anderen Paris. Ein anderes, ja, Paralleluniversum. Das Paralleluniversum, das du jetzt gerade machst. Das ich jetzt gerade gleich mache, ja. Also, Jungs, wir sind bereit. Giveaway. Da-da-da. Ja, ich tue mal schnell meinen Nightbot erwachen hier und okay, was ich möchte im Chat jetzt und da, also Nightbot ist ein Bot, das ist alles automatisch, da habe ich überhaupt keine, wie sagt man, kann da überhaupt nichts entscheiden, das macht alles Nightbot, aber Nightbot sucht für Worte und die Worte, die Nightbot jetzt in den nächsten Minuten suchen wird in diesem Chat ist Julia und Rosa. Deshalb möchte ich im Chat hören, was ihr in diesen Tagen von Julia und Rosa gedacht habt, wie gern ihr Rosa und Julia habt, was ihr von Rosa und Julia gelernt habt. Aber der Satz muss Rosa, das Wort Rosa und das Wort Julia haben. Nein, Jolly Zorro, hat keinen Sinn, dass du mitmachst. Du hast schon gewonnen. Jolly Zorro war die ganzen drei Tage mit uns. Und im letzten, like, vor zwei Stunden, hat sie Creative Cloud gewonnen. Ja. Sehr schön. Julia und Rosa sind perfekt. Julia und Rosa sind ganz taffe Mädels. Okay, Julia und Rosa sind cool, das wird noch besser. Julia und Rosa mögen Prosa. Oh, das ist okay. Rosa hat Julia gern, ja, das stimmt. Könnt ihr das fühlen? Ja. Das ist alles für Schleimerei. Die wollen noch alle gewinnen. Haben mich inspiriert, Teampartner zu machen. Sind ein gutes Team. Ja, die mir gefallen die längeren, wie zum Beispiel von Tokra, habe von Julia und Rosa sehr viel Inspirierendes über Fotografie und Handlettering, sowie viel Neues über Photoshop und Illustrator erfahren. Lange Sätze sind gut. So Boah. Viel Liebe kommt gerade aus Deutschland nach Paris. Überwältigt. Rosa Julia. Ist auch gut. Einfach nur Rosa. Nur Rosa. Haben angenehme Stimmen. Aha. Ach, guck mal, da hat jemand deinen Kalender gekauft. Wer? Ja? Ja, ich habe den Kalender von Rosa gekauft. Annie Gypsy. Ach so, ja. Oh. Ja, das ist eine Freundin. Ah.
Ich hab's nicht gesagt, weil ich wollte sie nicht auffliegen. Oh. An dieser Stelle schön. Also ist es Annie Gypsy oder Gypsy? Das weiß ich leider auch nicht, was sie damit fragen. Also, Nightbot. Mir gefällt auch, Julia und Rosa sollten Julia und Josa heißen. Okay. Boom. Wow. JN Design Media. Du hast gewonnen. Ein Jahr Adobe Creative Cloud. Ja, und mit dem Creative Cloud YouTube Channel seit 16. Mai. Sehr gut. JN Design Media war auch fast die ganze Zeit hier. Stimmt. Sie hat es verdient. Wow. Ja, gucken wir mal, was JN Design Media eigentlich geschrieben hat. Das war, glaube ich, Rosa und Julia. Nein. Ich schicke meine Kunden oft zu... Ah, nein, das ist nicht das. Nein, warte. Ah, Annie Gypsy. Ja, Gypsy. Sie hat geschrieben, wie man es nochmal... Ja, Gypsy. Ah, JN Design Media hat geschrieben, Julia und Rosa haben mich inspiriert, Teampartner zu gewinnen. Oh, gut. Sehr gut. JN Design Media, es war ein guter Satz. Danke dafür. Und juhu, bam, ja. Hast schon die ganze Zeit probiert, JN Design Media. Nightbot war lieb mit dir heute. Gratulation. Obernice. Bekommt mein Sohnemann. Der kann es brauchen. Was ist Sohnemann? Ist das der Sohn? Ja, Sohn. Ah, ja. Sohnemann. Okay, cool. Super, also, du kennst einen Drill. Ich muss einen Twitter-Handle haben, einen Twitter-Name hier im Chat haben, sodass ich dich kontaktieren kann. Ich habe eine Form für dich. Den musst du einfüllen und dann können wir dir ein Jahr Creative Cloud schicken. Danke an alle anderen, die natürlich auch mitgemacht haben. Ja, Angela, das hat nichts damit dem Aktivsein oder nicht Aktivsein zu tun. Das hat damit zu tun mit den Antworten. Vielleicht können wir Nightbot fragen im September, ob er da ein wenig gewisse Giveaways nur für die, die fast immer da sind. Aber hat er nicht mehr als dreimal? Oh, nein. Nein. Lass mal checken, ob ich dem Nightbot eigentlich den Spam... Ah, das weiß ich nicht. Ah, immer jemand am Meckern. Glückwunsch, Basta. Oh, Sandra, du hast das Poster vom Sebastian bekommen. Super. Ich bin froh, dass es angekommen ist. Okay. Also, ich folge dir schnell auf Twitter und dann musst du mir einfach nachfolgen, dann schicke ich dir einen Direct Message auf Twitter. Hast ein Follower, bin ich.
Wenn du magst. Kannst du auf Rosanne wieder warten? Ja, Leute, das ist total Glückssache. Das hat nichts mit irgendeiner Logik oder... Nein, das ist halt... Sagt man... Cruel. Die Crudele? Cruel? Cruel? Das kann der Erbes heißen. Cruel ist... Wenn du einem Tier weh machst, zum Beispiel. Ja, es ist bitter. Ja, nicht es bitter. Ist nicht bitter, es ist cruel. Böse, aber... Was ist das? Was ist denn cruel auf Deutsch? Fies vielleicht? Fies, ja. Nee. Fies? Google Translate. Grausam. Grausam. Ja, das ist natürlich noch härter. Gemein, genau, ja. Gemein. Das ist besser. Das geht so nicht. Ah ja, weil die Autos. Ja. Ja. Ja, cool. Cool auf Deutsch. Abominator hat JN ausgewählt. Ne, das ist nicht Abominator, das heißt Nightbot. Abominator. The Cruel Bot. Oh, Herr Maulwurf. Hab nicht mal die Hälfte des Streams schauen können, immer bis 16.30 Uhr in der Schule. Und der Schule schaffte ich nur 1 bis 2 Stunden zuzuschauen. In der Schule. In der Schule. In der Schule. Oh, Mr. Curious ist auch zurück. Hast du was verpasst? Ja. Wir sind noch 10 Minuten zusammen. 10 Minuten, oh je, da muss ich mich beeilen. Es wird eng. Ja, nur den gesamten Stream hast du verpasst. Nee, das geht nicht. Ja, passt, weil die, ja, wenn das, dieses Auto da weg das, ist. Ja. Oh, Jürgen geht in den Biergarten. Ja. Prosit! Prost! Danke, dass du dabei warst. Ja, Angela, ich werde euch auch alle vermissen. Ihr seid wirklich eine gute Gruppe. Ja, Lenny sagt, no pressure, Julia, aber Beeilung. Ja, es gibt einen bestimmten Namen für das, was Julia tut, das heißt... Cinemagraph. A
Das haut nicht ganz hin. Nee. Ich überlege gerade. Ja, da kann man das nicht machen mit der... Da gibt es keinen Loop. Aber ein Cinemagraph muss einen Loop haben. Ja. Deshalb geht das Bild einfach nicht. Muss man einfach sagen, okay, geht nicht. Next. Also Cinemagraph 3. Ja, das... Ich gebe es aber noch nicht auf. Okay. Warum ist es... Oh, auch schön. Lenny sagt, ich sollte nach meinem Studium direkt als Hovering Art Director einsteigen. Ja. Okay, Julia ist auch wieder im Chat. Julia Zieger, die war ja mit uns vor 4 Stunden. Fleißig. Hey Julia. Hi. Entspanne dich, mach was anderes. Regnet es draußen? Bist du deshalb vor dem vor dem Computer? Gut, das war nichts. Ja, Chorizo, was soll ich morgen den ganzen Tag machen, wenn ich keine Stream schauen kann? Etwa arbeiten? Ja, das ist ein Problem. Das ist das Problem von allen. Was werde ich morgen machen? Was werdet ihr morgen machen? Noch ein kleines bisschen Paris erkunden, vielleicht. Mhm. Und dann zurückfliegen, nach Hause fliegen. Ja. Vielen Dank, Robert. Robert Bunk für das Feedback. Danke dir, dass du die 3 letzten Tage mit uns warst. Viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen und zuzuhören. Sehr cool. Ah, Julia liegt im Hotel rum und schafft natürlich einen Stream. Ja, Replays kann man sich auch angucken. Auf adobelive.com ist unten ein Button, das sagt Replays. Und wenn die Replays nicht mehr da sind, sind sie halt auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal. Alle in einer Playlist. Das kontrolliere ich dann in den nächsten Tagen, dass alles da richtig zusammen ist. Und wie gesagt, in einem Jahr können wir dann gucken kommen, wie dann machen wir es dann nochmal. Erster dann Stream noch war, ja. Mhm. So, jetzt gehe ich auf Express-Modus. Mal schauen, ob ich es noch 5 Minuten bekomme. Mr. Kürs fragt, Rufus, was gefällt besser, Deutsch oder Englisch, oder ist es egal? Du meinst wahrscheinlich die Streams. Und ich muss sagen, dass die deutschen Streams ein riesiges Publikum haben. Hm. Fast größer als die englischen Streams. Könnt ihr das glauben? Fast unglaublich. Das ist so eine coole Community hier auf diesem deutschen Stream, dass das haben wir. Ja, wir haben natürlich auch eine sehr, sehr schöne Community auch auf den englischen Streams, aber hier, besonders weil wir es nur fürs zweite Mal jetzt gemacht haben, ist es schon eine super, super coole Gruppe hier. Oha, Winter, danke, das ist auch gutes Feedback. Ja, ich denke auch, das ist viel cooler zu sehen, wie wir alle arbeiten. Und dann merkt man eigentlich, dass es die verschiedensten Weise gibt, Sachen zu machen und dass es nicht wichtig ist, die perfekte Weise zu haben oder zu wissen, oder weil wir machen alles
alle machen es auf verschiedenste Weise. Und in diesem Stream haben wir mit Andreas gesehen, wie er auf dem iPad zeichnet. Und da, wenn ihr auf Twitter auf das Hashtag geht und das Bild von Andreas anguckt, das habt ihr gesehen, oder? Das hier? Ein Bulldog? Ja. Alles auf dem iPad. Wow. Mhm. Wenn ihr auf Twitter geht und Adobe Live Hashtag sucht, dann seht ihr das alles. Und dann natürlich mit Julia Zieger. Das war auch sehr, sehr spannend. Drei verschiedene Projekte über die drei Tage. Das war unglaublich, was du da gemacht hast, Julia. Wirklich Chapeau. Und dann natürlich waren wir auch mit dem Dexter the Weird, Dennis Schuster. Da haben wir wirklich auch wirklich total verschiedene Kunstformen gesehen und T-Shirts hat er gemacht für eine mexikanische Firma. Das war auch super spannend. Und dann natürlich mit euch beiden unsere zwei Creative Residents für 2017. Das wird auch super spannend zu sehen, was ihr in diesem Jahr alles macht. Also die Pläne haben wir gehört. Und ja, es ist spannend. Und ich hoffe, dass ihr alle Julia und Rosa folgt auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wo ihr auch wollt. Aber es wird super spannend zu sehen, was die in diesem Jahr als Creative Residence machen werden. Schnell zurück zum Chat und zu gucken, was da los ist. Hey, danke dir, Julia. Und ich habe es sogar noch hinbekommen. Also natürlich ist es jetzt noch nicht absolut perfekt. Da werde ich noch einiges auszubessern. Aber so für den Start. Ja. Also Lenny fragt, wo werden die Gewinner bekannt gegeben für den Template Contest? Das gucke ich mir morgen alles in Ruhe an. Morgen bin ich meistens im Flieger, da fliege ich nach Florenz zurück, nach Hause. Guck mal das an, vielleicht schaffe ich es morgen, die Liste zu machen, sonst halt am Montag. Ein wenig Geduld und wenn ihr gewonnen habt, dann werdet ihr es wissen, weil ich davon natürlich tweeten werde. Und wenn ihr gewonnen habt, dann werde ich natürlich versuchen, euch direkt zu kontaktieren. Die Jette sagt, wünsche Julia und Rosa viel Spaß im nächsten Jahr. Dankeschön. Werde ihr folgen. Cool. Na, Rosa, Julia, letzte Worte. Es hat Spaß gemacht. Spaß? Ja. Super viel Spaß gemacht. Okay. Ja. Viele Glückwünsche für das nächste Jahr und tschüss an alle. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Bis zum nächsten Stream. Ciao, ciao.